Leute, weil immer noch keine Roomtour kam, dachte ich mir, mache ich so ein kleines Zwischenvideo und zeige euch einfach mal alles, was so in nächster Zeit ansteht. Mit dem Zimmer sind wir leider immer noch nicht fertig, aber weil viele sich beschwert haben, dass man in dem letzten Video der Challenge eigentlich immer noch nicht wirklich das Zimmer sieht, zeige ich euch hier im Hintergrund so ein bisschen was. Wie man sieht, die Nachttischregale zwischen den Balken fehlen immer noch. Und die Regale hier im Schrank müssen wir auch noch machen. Ich muss mein selbstgemachtes Makramee hier noch aufhängen. Das soll da an die Wand kommen, weil die noch ziemlich leer ist. Und so ganz leer, finde ich, fehlt einfach irgendwas. Hashtag not so minimalistisch. Die Tür muss auch immer noch gemacht werden. Die ist noch nicht einmal lackiert. Also der Türrahmen, die Tür selbst. Auch leider noch immer nicht wirklich vorangekommen. Ich muss echt sagen, seit der Challenge haben wir hier nicht mehr so viel bewegt. Bis auf die Vorhänge. Ich glaube, die hingen am Ende der Challenge noch nicht. Die haben wir noch aufgehangen. Dann eine Überraschung, als ich aus der Toskana zurückkam. Und zwar sind im Bad die neuen Fenster eingebaut. Vorher waren die so milchglasmäßig und haben so ausgeschaut, als wären Tropfen drin. Hier die neuen wissen wir noch nicht, ob wir da vielleicht noch so eine Folie reintun oder nicht. Aber eigentlich ist es hier von der Höhe her so, dass da eh niemand reinschauen kann, und von daher haben wir uns gefragt, ob wir das nicht einfach so lassen sollen. Eine Etage drunter müssen wir es unbedingt machen, weil da kommt das Gäste-WC hin, und wenn man da so gut reinsehen würde, wäre, glaube ich, nicht so ganz von Vorteil. Ach ja, kleine Info am Rande. Die Belichtung ist gerade ein bisschen nicht so ideal, aber weil hier vorher Rollenkästen über den Fenstern waren, hat Marius da so einen Überzug eingebaut. So, jetzt aber. Damit er die Fenster dann irgendwo auch befestigen kann. Und ja, so sieht das Ganze dann aus, und es wird natürlich noch versteckt. Aber das war soweit hier im Bad. Das Bad wird, wie ich schon einige Male erwähnt habe, eh komplett neu gemacht. Aber das ist ein Projekt für sehr viel später, weil das Bad kann halt momentan benutzt werden. Und von daher hat es jetzt nicht so oberste Priorität, dass es neu gemacht wird, weil das wird ja nur aus dekorativen oder Eigengeschmacksgründen neu gemacht. Von daher muss das leider noch warten. Gehen wir runter. Hier ist natürlich jetzt auch nicht mega aufgeräumt, aber naja. Oh Mist, jetzt habe ich euch gezeigt, was gemacht wurde und nicht, was noch gemacht wird. Naja, dann habt ihr das auch gesehen. So. Weil nämlich hier wurde auch was gemacht. Da ist natürlich jetzt alles voll gestapelt mit Kram. Und zwar sind in der Küche jetzt auch die neuen Fenster drin. Und hier ist es endlich wärmer, weil die alten haben mal so gar keine Kälte zurückgehalten. Wenn man hier saß, hatte man dann im Rücken die Heizung, und von da kam kalte Luft. Und das war letzten Winter einfach echt grauenhaft. Ich mach mal hier Lichter an. So. Dann aber zu etwas, was demnächst gemacht wird. Und zwar, hier haben wir ja unseren Durchbruch. Da im Esszimmer ist jetzt Estrich verlegt, und da kommt noch so eine Ausgleichsschicht drüber, und dann können wir das endlich hier öffnen, und somit kann dann diese Tür geschlossen werden, weil wir dann immer eh zu der Tür daneben reinkommen werden. Und ja, die hier wird also zugemauert, und dann können wir da auch endlich alles verspachteln, vergipsen und das anstreichen. Wir sind noch am Diskutieren, ob wir hier irgendwie einen speziellen Stein zum Zumauern nehmen oder nicht und den dann so halb sichtbar lassen, aber da kommt eh der Kühlschrank davor. Von daher wird man das nicht so sehen. Ich meine trotzdem, dass das irgendwie eine richtig coole Wirkung erzeugen wird. Und Maris ist da ja nicht so der Meinung, aber
Mal gucken, wenn es dann soweit ist. Und da hier dann auch endlich das neue Fenster drin ist, können wir dann auch die ganze Wand hier endlich zumachen. Weil die hatten wir nur bis da gemacht, weil wir halt fertig werden mussten, weil die Küche kam. Das Ding hier habe ich übrigens selbst gemacht. Da wurde ich bereits gefragt, ob ich vielleicht ein DIY zu, also ein DIY-Video dazu machen könnte. Aber das ist eigentlich so simpel, dass ich euch das jetzt auch, glaube ich, in kurz erklären kann. Also man nimmt sich ein Stück Brett, schleift und ölt es, wenn man denkt, man müsste. Man kann das Brett aber natürlich auch Natur lassen. Dann schraubt man hier so zwei Haken jeweils rein pro Körbchen. Da und da. Und dann hängt man diese Körbchen dran. Und das oben ist Tafelfarbe, die kriegt man, glaube ich, mittlerweile in jedem Baumarkt. Von daher ist es echt sehr, sehr simpel und ich glaube, dazu braucht man dann auch kein Video, oder? War das jetzt klar erklärt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn nicht, mache ich vielleicht doch mal ein Video dazu, dann habe ich zwei der Dinger und könnte somit eins verschenken oder so. Und ja, die Körbe sind übrigens von Depot. Ich weiß noch nicht, ob es die noch gibt, weil ich habe das schon länger. Hier bin ich natürlich auch gerade dabei, das Fensterbrett zu ölen. Also das ist schon geschliffen. Ich muss es jetzt nur noch fertig ölen. Und dann kann das hier auch wieder reinkommen. Und somit können wir das dann ohne Probleme endlich alles schön fertig verspachteln. Und somit wäre die Küche dann auch endlich fertig. Ach nein, da fehlt ja noch was. Hier muss noch fertig gestrichen und lackiert werden. Wie gesagt, steht dann also hier im Esszimmer noch diese Ausgleichsschicht an. Bevor wir die machen, müssen wir natürlich hier noch ein bisschen aufräumen. Und hier hinter mir seht ihr dann den Teil vom Durchbruch mal von dieser Seite. Da sieht man auch so ein bisschen in die Küche durch. Und wir würden dann, wie gesagt, immer von hier reinkommen. Die Tür wird aber noch durch eine Schiebetür ersetzt, die ich auch selbst gemacht habe. Das ist aus so einer alten Scheunentür. Aber vorerst bleibt, glaube ich, mal die hier drin, bis alles fertig ist und es nicht mehr so schlimm schmutzt und staubt hier. Dann zum Abstellraum. Der ist ja quasi auch fast fertig, wie ihr, glaube ich, im letzten Update gesehen habt, oder? Habe ich euch das noch nicht gezeigt? Jedenfalls fehlen da nur noch so zwei dieser Holzbretter. Dann wäre das schon mal gemacht. Und hier kommt noch ein Fenster rein, weil da ist momentan nur so ein umrahmtes Gitter. Irgendwie, damit keine kleinen Tierchen hier reinkommen, aber die kommen immer irgendwie hier rein. Die habe ich übrigens mit Maris selbst gemacht. Ja, so schaut es momentan aus. Wieso ich vorhin nach unten einfach durch diesen Raum gelaufen bin, ohne was zu sagen, ist mir gerade auch so ein bisschen ein Rätsel. Aber das ist eigentlich der Raum, der als nächstes fertig werden soll, bis auf den Abstellraum natürlich. Hier kommt nämlich die Umkleide, unser Dressing hin. Und hier muss eigentlich nur noch so ein bisschen fein verspachtelt werden und geschliffen werden. Und dann könnte hier auch bereits wieder die Tapete drauf. Ja, hier habe ich euch bereits gezeigt gehabt oder gesagt gehabt, dass das neue Fenster drin ist. Hier ist ums Fenster auch bereits alles schön verspachtelt und da kommt, glaube ich, noch eine Schicht Gips drüber, Gips drüber und dann ist es hier auch so weit und hier schadet es wieder total. Das Fensterbrett habe ich auch fertig geölt. Irgendwer muss ja immer Lärm machen, während ich filme, ne? Ne, okay, nein. Wie ist
das war's von den Sachen, die jetzt sehr, sehr bald anstehen. Demnächst steht aber auch noch hier das Gästezimmer und hier daneben, die Zimmer zeige ich euch jetzt erst nicht, weil die sehen ein bisschen sehr, sehr schlimm aus. Jedenfalls muss in den beiden Räumen noch Strom verlegt werden. Die Heizungsrohre müssen zum Teil noch zugespachtelt werden, zementiert werden, wie auch immer. Der Boden bleibt in den beiden Räumen liegen, weil da liegt Parkett. Ja, Parkett. Und ja, der ist eigentlich noch in einem sehr, sehr guten Zustand, von daher bleibt er drin. Und da müssen eigentlich nur noch die Mauern und die Decke dran glauben. Aber wir haben überlegt, weil es mich immer noch sehr, sehr stört. Mich stört ja schon, dass man durch unsere Umkleide gehen muss, um ins Bad zu kommen. Aber noch mehr stört mich irgendwie, dass man durchs Gästezimmer muss, um ins Büro zu kommen. Ich weiß auch nicht wieso, aber wir haben ja nicht jetzt täglich irgendwie Gäste hier oder so. Aber wenn mal welche da sind und ich muss dann durch dieses Zimmer laufen, um an meinen PC zu kommen, finde ich dann doch irgendwie so, naja. Und deshalb hatte ich die Idee, ich gehe jetzt doch einfach mal mit euch rein. Also hier haben wir ja die Tür vom Flur aus und direkt hinter dieser Tür ist die andere zum Büro hin. Ich mache das mal zu, damit man es besser sieht. So, da ist diese Öffnung und hier ist die Tür. Und ich hatte überlegt, hier lang so eine Mauer zu bauen, damit man quasi hier noch eine Tür hinmacht und dann durch diese Tür erst ins Gästezimmer kommt. Somit würde dieser Teil dann Flur werden und man könnte direkt so vom Flur aus ins Büro. Das war so der Plan. Vor allem finde ich das mit diesen zwei Türen hier so blöd, weil wenn man reingeht, macht man die Tür ja auf und dann muss man quasi einmal so hier rumlaufen oder die dann immer schließen, um irgendwie da reinzukommen. Von daher. Das war's dann auch von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, die Roomtour vom Schlafzimmer kommt sehr bald, weil wenn die Roomtour kommt, ist das Schlafzimmer fertig und ich würde mich da auch sehr drüber freuen. Demnach, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!